eigentlich ganz, sich ganz komplett aufwickeln. Boah, Leute, ey, wenn mich das einmal packt hier, dieses ganze Rumgedödel hier mit diesen Dingern. Ja, das ist jetzt nun Teil 3. Ja, ihr könnt euch nochmal Teil 1 und 2 angucken, worum es hier genau geht. Im Grunde genommen geht es hier jetzt um eine, um eine Abwickelmechanik hier für die, für das SWR, für die 2T2LT-Antenne. Hier können wir die Seele verstellen, die ist 1 Meter lang, 1 Megahertz pro 20 Zentimeter. Und ja, was ich jetzt gemacht habe, ich habe das Getriebe gewechselt, weil das Getriebe vorher, wo ist das kleine Ding? Das war doch ein bisschen zu klein und zu schwach, ne? Ja, das kleine Ding hier. So, ich hatte auch wahlweise noch ein anderes dran gehabt und also ist schon das vierte Getriebe. Und das müsste jetzt endlich funktionieren. Jo, alles klar, kleine Demo Nummer 1, hier mit der Fernbedienung. Ah, jetzt habe ich natürlich die Spannung hier abgenommen, Moment. So, kleine Vordemo hier mit der Fernbedienung. Abwickeln und aufwickeln. So, genau, hier ist jetzt kein Zug drauf. Ja, okay, und wieder. So, und jetzt kommen wir endlich mal zum Praxistest von, ja, von Teil 3. Und ja, das Gelbe ist eben die Seele, die eingerollt werden kann. Ein Stück ist ja schon eingerollt. Ich würde sagen, wir fangen mit der kürzesten Seele an und fahren das Ganze mal direkt erstmal ein. So. Gucken wir mal, wie weit er geht. Müsste aber eigentlich sich ganz komplett aufwickeln. So, macht immer schrittweise, beziehungsweise so, genau. Na, vielleicht noch ein Stück. Jo, so reicht's. Ja, weiter geht's auch nicht. Genau. So, jetzt die Seele ganz drin, ganz verkürzt. Müsste schätzungsweise bei 30 MHz liegen. Und wenn das Ding ausgefahren ist, bei 25 und bei einmal drücken, fährt der ein Zentimeter. Ah, jetzt keine Spannung drauf hier. So. Fährt dann Zentimeter raus. So, und das sind dann immer irgendwie, ja, könnt ihr euch ja ausrechnen, ne? 20 Zentimeter ist 1 Megahertz. Also ist dann 1 Zentimeter ganz genau. So, dann wollen wir das Ding mal in den Himmel schießen. So, ich zeige das mal, wie das hier aussieht. Hier ist so ein kleines Fähnchen hier an dem Antennenkabel. Wenn ich das jetzt zum Beispiel hochziehe, dann sehen wir, geht's nach oben und wieder runter. So, und das über 1 Meter. 20 Zentimeter ist 1 Megahertz. Dann gucken wir mal hier hoch. Sieht man gar nicht das Ende. Jo, und es ist auch nur zweimal um den Mast gewickelt, damit wir hier nicht solche Scherkräfte haben zum Hochziehen. Dann testen wir. So, jetzt haben wir wieder unser SWR hier. Wir haben jetzt ganz verkürzt. Ich werde den wahrscheinlich noch kürzer machen, weil hier liegen wir ja gerade mal bei 28,7. Ich wollte, dass der auf 30 ist. Jetzt gucken wir mal, wie tief wir kommen. Wäre hier die Fernbedienung. Drückt den jetzt runter. Einen kleinen Teil. So, siehst du, und jetzt geht der ganz langsam Stück für Stück. Immer wenn ich einmal drücke, gucken wir mal, um wie viel Kilohertz der runter geht. Also wir sind jetzt hier in der Mitte bei 28,35. So, jetzt drücke ich hier einmal drauf. So, das heißt, einmal drücken wäre dann bei 27,95. Ja, also so um die 400 Kilohertz, ne? Ja, aber ist doch schon mal feiner als beim letzten Mal. Guck mal, wie weit wir den runterfahren können. Hm. Ja, jetzt kommt ja der Haupttest, ob wir das Ding überhaupt wieder hochfahren können, ob er da Kraft für hat. So, gucken, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt bei 26,85 und der SWR liegt immer so bei 1,3 rum. So, wir ziehen das Ganze mal wieder hoch. Jetzt kommt der spannende Moment. Sollte er es schaffen? Ja, macht er auch.
Ja, wunderbar. Jetzt zieht er das Ganze wieder hoch. Ja, aber ich wollte ja mal gucken, wie weit ich den runterziehen kann. So. Der wird auf jeden Fall irgendwie bei. Der fängt hier bei 25 Megahertz an und geht bis 30. So. Wird ja auch ein bisschen steiler, die Kurve. So. Drück nochmal. Ja. Okay, ich glaube, das war das Niedrigste. Ja, der geht noch niedriger. So. Ja, ein Motor genommen, der sich langsam dreht, nur 30 Umdrehungen pro Minute. So kann man das dann schön fein einstellen. Jo, alles klar. Ja, jetzt hat es ja endlich funktioniert. Viel Spaß damit. So, und wir sehen jetzt hier zum Beispiel. So, ich sende jetzt nur mit 100 Milliwatt, weil so auf ganz Minimum. Ja, hier bei dem SWR. Ich habe den jetzt hier auf 28,5 abgestimmt. Sieht doch gut aus. So, ja, und wenn ich jetzt halt wieder die Antenne verstelle, dann wollen wir mal nach unten fahren. So, und dann wird die jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz genau da drauf liegen. Ah, doch, ist immer noch gut. Ziehen wir noch weiter runter. So, genau. Ja, da sind wir jetzt schon wieder total daneben, ne? Ja, und so kann man das auch abstimmen, ne? Wobei es natürlich am am Nano VNA wesentlich besser funktioniert, weil wir da natürlich sehen, wohin die Tendenz geht, ne? So lassen wir das mal. Ja, dann frohes QSO. So, ja, noch eine Frage, die sich viele stellen. Im Übrigen ist es auch möglich, im Sendebetrieb das SWR abzustimmen. So, ich drücke jetzt mal drauf. Wir sehen hier, wir haben jetzt hier so zwei Balken da unten und jetzt ich fahre jetzt mal hoch oder runter, wie auch immer. Und wir sehen, dass sich das SWR verändert. So, jetzt fahre ich ihn wieder runter. Er muss ja optimal sein. So, jetzt habe ich ihn wieder runtergesteuert und ja, besser geht's nicht, ne? Ja, genau. Nochmal ein Stück hoch. So, perfekt.